Howdy, liebe Freundinnen und Freunde von SkyMountain unterwegs. Ich lebe jetzt nicht später, nein, ich bin jetzt hier nicht in Texas. Ich befinde mich hier jetzt zwischen der, da sieht man das Gipfelkreuz, Seekar-Spitze und da hinten ist die Seeberg-Spitze. Ich bin jetzt hier mitten auf dem Grat. Das ist ein super Ort, um Steinböcke zu fotografieren. Das ist auch das Thema heute. Und wie man das macht, zeige ich euch jetzt. Als Ausrüstung habe ich mein 70-200mm von Tamron f2.8er Objektiv und ich werde mich jetzt vorsichtig an die Steinböcke heranpirschen. Da vorne sind sie. Ich hoffe, die sind mir freundlich gesonnen. Ich zoome mal ran. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ist ein bisschen durch den Nebel ein bisschen unscharf, aber ich zeige euch jetzt, worauf ich achte. ISO-Wert könnt ihr bei dieser Höhensonne auf ISO 100 oder ISO 200 lassen. Das hat den Vorteil, wenn ihr ISO 200 macht, dass ihr schnellere Belichtungszeiten nutzen könnt, auch wenn ihr mit Blende f2.8 hier schon geile Bilder hinbekommt. Je schneller ihr belichten könnt, umso besser ist das. Allerdings, die Steinböcke bleiben auch gerne sitzen, sind ja Menschen gewohnt hier und deswegen sollten die hier auch gar kein Problem machen. So, und ich bin jetzt echt gespannt, weil das Wetter reißt jetzt voll auf, ob die Steinböcke mir freundlich gesonnen sind und auch nicht wegrennen. Oh, da ist ein Admiral. Den Admiral nehme ich auch noch mit. So, es ist hier natürlich eine ziemliche Gratwanderung, wie man hier sehen kann. Geht es hier über Felsen, da geht es runter, da geht es runter. Aber hier ist der Weg. Und jetzt werde ich leise. Ich hoffe, die Steinböcke sind nett und freundlich und lassen sich von mir fotografieren. Ich habe ja meine Tarnmütze auf, mein Tarnhut. Oder Tarnkappe, wie auch immer. Und deswegen hoffe ich mal, dass die so nett sind und mich sie fotografieren lassen. Aber noch rennen sie nicht weg, ich bin ja nett. Und was ist das Wichtigste beim Steinböcke fotografieren? Bewegt euch langsam, redet ruhig und langsam. Macht keine hektischen Bewegungen. Seid nicht wie ein Kleinkind, was ein Eis entdeckt und zu dem Eis hinrennt, nur weil es das Eis haben will. Geht auch nicht hin und streichelt die Steinböcke. Das bringt nichts. So. Die Böcke wollen jetzt flüchten. Ich hoffe, die bleiben jetzt anständig und nahe dran. Es sind, wie es ausschaut, ein männliches Tier und mehrere Weibchen. Wie gesagt, schnelle Belichtungszeiten. Ein 800stel sollte es sein. Blende zwischen F8 bis F12 könnt ihr machen. F8 würde ich euch empfehlen. Und dann macht das Spaß. Die Gruppe muss sich beruhigen, die muss sich daran gewöhnen, dass ihr hier seid und das ist auch wichtig. Ganz vorsichtig langsam vor, dann werden die auch hoffentlich nicht flüchten. Wenn ihr euch ein bisschen runtersetzt, dann passiert da an sich auch nichts. Hallo, hallo ihr Lieben, ich mache euch nichts. Ich will nur ein Foto. So, ich bin jetzt bei einem 320stel einer Blende F5.6 und ISO 100 und mache jetzt ein Foto von dieser Gruppe. Bin hier jetzt bei einem Zoom-Faktor von etwa 150 und ich hoffe, dass sich das jetzt noch ergibt, dass ich mich ein bisschen näher heranpirschen kann. Wäre cool, sind nämlich echt tolle Tiere. Ein Gruß hier an meine Schwester, die ist nämlich Steinbock. Das ist extra für sie gemacht, der Film. Wer natürlich den Hintergrund verwischt haben möchte, der stellt die Blende so auf, wie es geht. Wer natürlich den Berg im Hintergrund sehen möchte, der macht die Blende zu. Und wie ihr seht, die haben schon keine Angst mehr. Die werden sogar jetzt mit der Zeit neugieriger. Was macht der Mann denn da mit diesem komischen, schwarzen, langen Gerät? Und wenn man jetzt
brav ist. Es sind ja keine anderen Wanderer unterwegs. Kann man hier echt geile Bilder machen. Und ich muss echt sagen, es ist Hammer. Natürlich kann man auch Hochkantbilder machen. Und so ein paar richtig starke Fotos hinbekommen. Und ihr müsst euch eins bedenken, es sind ja wilde Tiere, das heißt, die könnten jederzeit wegrennen, haben natürlich keine Scheu unbedingt so vor den Menschen, weil die wissen, Wanderer sind an sich nur neugierig und machen nichts. Und deswegen einfach ruhig verhalten und das genießen. So, ich bin jetzt bei einer Belichtungszeit von einem 1250stel einer Blende f4.5 und mache die Fotos. Wie ihr seht, die sind schon angespannt. Das heißt, ihr müsst euch ganz vorsichtig bewegen und leise reden. Es ist eine Gruppe mit einem Jungtier. Das heißt, dann ist diese Gruppe besonders vorsichtig im Umgang mit Menschen, weil Jungtiere sind wichtig. Die Steinböcke müssen sich ja auch vermehren, sonst nimmt die Population relativ rasch ab, was ein bisschen schade ist, dann sind doch wirklich wunderschöne Tiere. Die mit den kurzen Hörnern sind Geißen, das heißt, das sind Weibchen. Da hinten ist noch einer mit einem großen Geweih, der hier der junge Bursche, den ihr hier so am Felsen vorbeilugen seht, das ist ein junges Männchen. Ich könnte jetzt eigentlich so den ganzen Tag meine Speicherkarte leerballern, weil ich das total geil finde hier. Oh, da war das Kleine. Da ist das Kleine. Eine wichtige Sache habe ich noch vergessen, euch zu erzählen bei der Fotografie von Wildtieren ist, wenn ihr wollt, dass sie nicht wegrennen, macht euch klein, setzt euch hin, geht in die Hocke und natürlich tragt unauffällige Kleidung. Am besten ist natürlich nichts, das so grell leuchtet wie rot. Deswegen habe ich meine Regenschutzverkleidung von meinem Rucksack weggemacht. Die ist nämlich knallorange. Das wäre schon sehr aufdringlich gewesen. Und beobachtet einfach mal die Umgebung. Hier vor mir ist wieder die Gruppe von vorhin, die ein bisschen Reis ausgenommen hat. Ich gehe mal mit der Kamera ein bisschen näher ran, dass man das alles sieht. Hier sehen wir zwei Geißen. Da vorne ist es. Babysteinböckchen. Da hinten, der legt sich schon mal ganz ruhig hin. Ihr seht, wenn man sich ruhig verhält. Und das ist jetzt eine Distanz von 10, 15 Metern. Die da unten sind 10 Meter von mir entfernt. Die da hinten sind 15 Meter von mir entfernt. Und ihr seht, das geht relativ gechillt. Und so hat man wirklich tolle Steinbock-Erlebnisse. Die zwei rangeln sich jetzt. Da kann man jetzt vielleicht sogar ein paar coole Steinbock-Kampffotos machen, wie ihr es so aus den Dokus kennt. Wunderschöne Tiere. Also deswegen liebe ich eigentlich die Alpen. Natürlich gibt es auch noch andere Alpentiere wie Gämse oder Murmeltiere. Aber so ein Steinbock, das ist doch irgendwie so ein Wahrzeichen der Alpen. Und einfach grandios. Gucken wir uns nochmal das Kleine an. Das ist nicht niedlich, erinnert irgendwie an einen Hund, aber so ist das halt. Es ist zwar gerade ein bisschen frisch, ein bisschen windig, man hört es vielleicht am Mikrofon. Ich würde ganz gerne meine Wanderjacke anziehen, ist zwar jetzt noch nicht allzu kalt. Ich meine, da und dort kommt noch die Sonne raus, wie man hier sehen kann, aber meine Wanderjacke ist knallrot und das will ich den Steinböcken jetzt nicht unbedingt antun. So, die haben sich jetzt echt beruhigt. Die haben sich jetzt mittlerweile ja an mich gewöhnt. Wahrscheinlich sind sie einfach Wanderer gewohnt. Letztes Mal hatte ich nur ein paar Böcke gesehen. Kann ich jetzt beim besten Willen nicht sagen, ob der gleiche Bock dabei ist in der Gruppe. Könnte natürlich auch sein, dass sie da hinten sitzen, denn da sind noch ein paar andere Steinböcke. Ich befinde mich jetzt hier zwischen dem Seekar und dem Seeberg und
Das ist wirklich ein Tipp, wenn ihr Steinböcke fotografieren wollt. Ihr seht, die sind relativ genügsam. Und wenn ihr Fotos macht, benehmt euch wirklich ruhig, wenn ihr Kinder oder Haustiere dabei habt. Also Hunde wirklich an der Leine halten, das empfiehlt sich hier nicht. Ich würde Hunde nicht mitnehmen, allein schon zum Schutz für die Steinböcke. Also Hunde besser nicht. Wenn ihr Kinder mitnehmt, die müsst ihr nicht unbedingt an die Leine legen. Aber sagt jetzt, die sollen nicht so rumkreischen und so. Das ist einfach Natur und die muss geschützt werden. Ne? So, und ich mache jetzt einfach noch ein paar Fotos. Bei der Gratüberschreitung sollte man schon schauen, wo man hinguckt, weil sonst verpasst man den einen oder anderen Steinbock. Hier sehen wir wieder eine Geiß, die gemütlich den Berg hinunterschaut. So macht das Spaß. Naturfotografie mitten in den Alpen. Hinter mir der Steinbock. Gerade mal so 6 Meter entfernt. Der andere ist so 8 Meter entfernt. Der ist da oben. Schön, herrlich, fantastisch. Hier bleibe ich ein Weilchen. Ich bin dann sowieso relativ zügig unten an der Passelalm und dann geht das. Und da unten auf der Wiese ist auch noch ein weiterer. An dieser Stelle hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere so Naturerlebnisse haben wollt mit Sky Mountain unterwegs, lebt es nicht später, dann abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben geben. Wenn ihr Fragen habt, stellt das in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal und howdy, Ladies.